Let's go. Für mich beginnt langsam bei sich das Marathon-Training, wie manche vielleicht auf Instagram auch schon gesehen haben. Link in der Beschreibung. Denn im Oktober werde ich in Köln beim Marathon mitlaufen. Ich habe ja letztes Jahr bereits einen Halbmarathon hinter mich gebracht. Und diesmal eben 42 Kilometer. Und genau deswegen beginne ich eben ganz langsam, aber sicher wieder die Intensität einfach zu steigern. Sprich, momentan laufe ich eben so zwischen 8 und 12 Kilometer, aber in einem moderaten Tempo. Also definitiv nicht all out oder sowas. Aber das wird sich mit der Zeit definitiv ändern, denn ich möchte den Marathon ja auch nicht irgendwie in 8 Stunden laufen oder sowas. Der große Unterschied zwischen dem Marathon in Köln und hier dem Training wird dann aber auch das Terrain sein. Denn wie ihr wisst, wohne ich im Bergischen Land und dementsprechend sind hier halt viele Berge. Naja, und Köln würde ich jetzt nicht gerade als bergisch bezeichnen. Wie der ein oder andere von euch weiß, habe ich ja neben diesem Kanal und dem normalen ASMR-Kanal mittlerweile einen Gaming-ASMR-Kanal. Und dafür muss ich jetzt erstmal wieder ein Video aufnehmen. Und da spiele ich ja immer die verrücktesten Spiele, auch ältere Spiele, wie zum Beispiel den Goat Simulator, den ihr vielleicht noch kennt. Und dafür kann ich eben regelmäßig dann mal wieder was zocken, wofür mir meistens sonst einfach die Zeit fehlt. Dafür habe ich mittlerweile auch meine Kamera hier stationär aufgebaut. Also die ist hier wirklich. Und ja, die hat eine Maske auf, einfach weil ich für das Objektiv die Kappe nicht mehr habe. Und ich mich ehrlicherweise irgendwie ein bisschen beobachtet gefühlt habe, wenn da die Kamera die ganze Zeit offen ist und ich da im Bett schlafe und nichts irgendwie dazwischen ist. Ich weiß nicht, das ist paranoid, aber ich habe mich da total beobachtet gefühlt. Jetzt aber erstmal Kamera an, Licht an, her mit dem Controller und dann würde ich sagen, kann es auch losgehen. Und da es diesen Monat einfach bei PS Plus SpongeBob Schwammkopf gibt und ich einfach Bock auf Abwechslung habe, dachte ich mir, ich nehme mal eine Runde auf, ohne zu wissen, was das überhaupt ist. Ihr seht mich also, hier unten bin ich jetzt mit der Kamera eben direkt verbunden. Das bedeutet, ich muss nicht so viel schneiden. Ich habe das alles in einem direkt drin. Ich bin sehr gespannt, was mich jetzt erwartet. Ich meine, man muss bedenken, dass jetzt hier ein 25-Jähriger sitzt, der SpongeBob spielt und ein ASMR-Video aufnimmt. Also hätte ich das vor 5 Jahren gewusst, ich hätte auch gesagt, du bist bescheuert. Für mich beginnt gleichzeitig jetzt das neue Semester, das zweite insgesamt in meinem Master. Unter anderem habe ich hier Innovations- und Technologiemanagement, auf das ich mich sehr freue. Und natürlich habe ich auch meine erste Note bekommen. Und zwar in diesem Fach Entrepreneurship und Wirtschaftsentwicklung. Dort ging es dann zum Beispiel um sowas wie eine Lagerrange. Das bedeutet zum Beispiel, ein Pizzalieferant kann ja nur bis zu einer gewissen Reichweite liefern. Bedeutet, eine Pizzeria in Hamburg kann natürlich nicht bis nach Berlin liefern. Auf der einen Seite wäre die Pizza kalt, auf der anderen Seite würde das so viel kosten, einfach, dass der Kunde sagen würde, nee, da bestelle ich lieber hier vor Ort etwas. Und wir haben eben geschaut, wie das Ganze aufgebaut ist, bis zu welcher Entfernung das Ganze gemacht wird. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr, sehr viel Theoriekram, also Karl Marx zum Beispiel. Wir haben aber auch noch ganz andere Wirtschaftshistoriker, Friedrich List und viele weitere, die wir da auswendig lernen mussten. So ein wenig die Entwicklung wirklich von Wirtschaft. Denn natürlich hat es nicht da angefangen, wo wir heute stehen. Das bedeutet, wir hatten früher sowas wie Sklavenhaltung. Wir haben damals aber auch nicht ein wirkliches Geldsystem gehabt. Wir hatten kein Eigentum. Wir hatten also so viele Dinge nicht, die heute für uns ganz normal sind, die sich aber mit der Zeit entwickelt haben. Und da haben wir eben genau das gelernt. Also von eben Karl Marx, Friedrich List, diese ganzen Nationalökonomen, diese ganzen Theorien, die immer weiter ausgebildet wurden, wo wir momentan dann jetzt eben stehen. Aber auch das ist natürlich nicht das Ende. Auch dort wird es ja weitergehen. Und genau so konnten dann eben wirklich Aufgaben bei der evolutorischen Ökonomie aussehen. Wir hatten hier unter anderem eben Erläutern Sie Marx Erklärung der stufenweise Entwicklung von Gesellschaften. Da ging es dann eben darum, dass man angefangen hat, damals als primitive Gesellschaft, dann zum Beispiel zum Sklavenhandel gegangen ist, zum Feudalismus, Kapitalismus und dann immer so weiter. Diese verschiedenen Stufen, die Karl Marx da eben damals aufgebaut hatte, die hätte man dort erklären müssen. Ich hatte aber dann eine ganz andere Aufgabe, aber das nur mal so als Beispiel. Und dort habe ich eben vor ein paar Tagen meine Note bekommen und ich dachte mir, ich nehme die Reaktion einfach mal auf und zeige sie euch jetzt. Okay, meine Note ist da und ich dachte mir, nehmen wir das Ganze einfach mal auf. Ich bin gespannt, ob das Ganze denn so funktioniert hat, wie ich das mir vorgestellt habe. Also wenn da jetzt eine Note schlechter als 1,7 steht, dann würde ich behaupten, dann werde ich die wiederholen, glaube ich. Also 1,0 ist okay, 1,3 ist okay, 1,7 ist okay, 2,0 wäre schon etwas unbefriedigend und alles andere ist ja, ja, okay. Okay, okay, okay. Prüfungsergebnisse, Entrepreneurship und Wirtschaftsentwicklung. Oh, neuer Status. Okay, pass auf. Wir haben Leistungen. Da können wir jetzt erstmal. Lalalala. Wir haben auf jeden Fall bestanden. Oder schon mal etwas. Bestanden. Ja! Ja! Let's go!
Ja, Mann! 1,0! 1,0! Let's go, Daniel! Oh. Und damit kommen wir jetzt zum eigentlich für mich befriedigendsten Teil des gesamten Studiums. Das ist jetzt aber erledigt, kann auf jeden Fall erstmal weg und jetzt kommen die neuen Fächer. Wie bereits angekündigt, habe ich eben unter anderem Innovations- und Technologiemanagement. Wir haben die ganzen Folien auf Englisch, obwohl das Fach an sich auf Deutsch ist. Und ihr seht hier mal so ein paar Stichpunkte, also so Idea Generation, Innovation Strategies, dann über auch R&D, natürlich Promoters, Innovation Corporation, Marketing und viele weitere Themen. Sehr, sehr spannend. Ich bin total hyped auf das Fach. Ihr seht hier mal so ein Beispiel, also zum Beispiel, was ist es für eine Innovation? Haben wir eine Produktinnovation? Haben wir eine Prozessinnovation? Haben wir ein Businessmodell, was eben neu ist, haben wir eine Social Innovation und eben noch viele, viele weitere Themen, viele Illustrationen hier auch. Und wenn du Bock hast, dass ich dich mal so ein bisschen daran mitnehme in diesem Thema, dann lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen, denn ich habe eine sehr hohe Motivation in diesem Master. Das hat man vielleicht auch in meiner Reaktion gesehen. Vielleicht wirkt die fast ein bisschen verbissen, zumindest hatte ich das Gefühl, aber ich habe schon Bock, irgendwo das Beste jetzt hier irgendwo noch rauszuholen in den kommenden noch anderthalb Jahren. Eine weitere Sache, die für mich natürlich unerlässlich ist, ist das regelmäßige Lesen. Momentan lese ich Shoe Dog, Link ist unten in der Beschreibung, eine sehr spannende Biografie über Phil Knight, den Gründer von Nike. Also eine Marke, wo ihr wahrscheinlich entweder gerade ein Produkt habt oder eventuell schon mal ein Produkt hattet, also die Schuhe, irgendwelche Klamotten oder sonstige Sachen. Für mich ist das Ganze aber nicht reines Lesen. Das bedeutet, ich lese nicht einfach nur und vergesse das Ganze, sondern ich mache mir da auch immer Notizen. Das bedeutet, ich habe in diesem kleinen Büchern aus den ganz verschiedensten Büchern ganz viele Informationen gesammelt für meine eigenen Bücher. Denn wie der ein oder andere von euch weiß, habe ich vor, dass hier oder hier, wo meine ganzen Bücher sind, in einem Jahr ungefähr auch mein eigenes Buch ist. Denn ich schreibe momentan mein Buch über das Thema Abnehmen, Sport, was muss man über den Körper wissen, was sind Diäten verschiedene, was sind gute Diäten, was sind schlechte Diäten. Aber eben nur, dass nicht nur die physischen Komponenten, also wie Körper, Sport, Ernährung und so weiter sehr wichtig sind, sondern auch die psychischen. Das bedeutet die Einstellung, wie gehen wir an die Sachen ran, etc. Die sind ja auch von essentieller Bedeutung, um überhaupt das Gewicht zu verändern, anzupassen oder was man auch immer dann genau machen möchte. Und genau darüber schreibe ich momentan mein Buch. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir einfach den Beginn des Buches, da ist noch nichts korrigiert, also da sind noch Rechtschreibfehler und Schreibfehler allgemein drin. Ihr seht mittlerweile, 119 Seiten sind schon fertig, rund 42.000 Wörter. Normalerweise habe ich dann hier irgendwas noch geöffnet. Hier unten liegen dann Mitschriften, die ich halt aus diesen verschiedenen Büchern bereits gemacht habe, die für mich eventuell halt relevant sind. Und dann schreibe ich mein Buch. Und da ich weiß, dass nicht jeder von euch unbedingt immer der Bücherfreund ist, habe ich mir gedacht, ich kann das Ganze natürlich auch irgendwo digitalisieren in abgespeckter Form. Vor 2 Jahren wog ich 160 Kilo, konnte keinen Berg hochlaufen, ohne ein Sauerstoffzelt zu bekommen und ernährte mich nur von Fastfood und Süßigkeiten. 2 Jahre später habe ich mein Gewicht auf 80 Kilo halbiert und führe somit den aktivsten Lebensstil, den ich je gelebt habe. Ausschlaggebend dafür war aber nicht nur, wie euch häufig gesagt wird, der Sport und die Ernährung, sondern auch die mentale Veränderung und die Weiterentwicklung meines persönlichen Iches. Du möchtest auch abnehmen? Du möchtest dein Mindset verändern? Möchtest du endlich dein Leben in die eigene Hand nehmen? Oder möchtest du einfach die beste Version deiner selbst sein? Wenn du nur eine Sache mit Ja beantwortet hast, dann folge mir jetzt, um in Zukunft keinen Post mehr zu verpassen.